So, dann wollen wir gleich mal starten. Wir fliegen von Hannover nach Uruguay. Hat man sowas schon gesehen? Das ist ein Symbol, welches aus Bäumen besteht und bereits über 50 Jahre alt sein muss. Das ist auch älter als die ersten Kornkreise. Ich werde mal dichter rangehen. Es handelt sich um Bäume, wie man sehen kann. Es ist ja schon eine Kunst, die so wachsen zu lassen, dass das hier nicht alles voll ist. Wer war das? Also ich habe eine Seite gefunden, die das beschreibt. Das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Schauen wir uns mal die Größe an. Das sind 513 Meter. Das ist die breiteste Stelle. 367 Meter. Das sind alles Zirkelangaben, weil man es hier nicht so genau messen kann, aber trotzdem gewaltig. Und hier haben wir 227 Meter. Was ich noch entdeckt habe, ganz in der Nähe, da stelle ich mir die Frage, hat das dann auch eine Bedeutung? Sieht ja irgendwie merkwürdig aus, aber keine Ahnung. Kommen wir zurück zu diesem Symbol. Es hat sich jemand die Mühe gemacht, herauszufinden, was das bedeuten könnte. Und das Ganze kommt dann gleich im Video. Hier seht ihr, wie derjenige, der sich viel mit alten Sprachen beschäftigt hat, das Ganze auseinandergenommen hat und dabei herausgekommen ist, der Begriff Gott Eli. Ich empfehle also, die Datei zu lesen, deren Link ihr in der Videobeschreibung findet. Vielen Dank fürs Zusehen und Hören.